Hey ho Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die zwei Türme. Wir haben eine Bresche im Klammwall und müssen nun die Lücke halten. Und ich würde sagen, wir gehen rein mit Aragorn. Wir werden überrannt! Die Frauen und Kinder sitzen in der Falle! Bringt sie in die große Halle! Wir müssen sie hier aufhalten oder in der Festung! Wir müssen sie von Aglarond fernhalten! Was war das denn? Du Scheiße! Oh Mann! Ach, diese Synchronstimme von Eowyn gerade. Ach du Scheiße! Was zum Teufel war das denn? Ah, die war doch locker künstlich hochgepitcht oder was? Ach, herrlich. Okay, bis hierhin sieht ja noch ganz easy aus. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Meine Pfeile gehen nämlich langsam aus. Okay, da kann ich gar nicht hin, um den Nachschub zu kriegen. Aber ich find's gut, wie sie auch dran gedacht haben, Aragorn hier noch Boromirs Armschienen umzulegen. Erkennt man ganz gut. Sticht ein bisschen hervor mit dem Rot. Aber ich muss sagen, bei Boromirs Outfit habe ich mich generell immer gefragt. Also, versteh mich nicht falsch. Ich finde Boromirs Outfit eigentlich ganz geil. Aber es sieht halt irgendwie null nach Gondor aus. Wenn man mal so vergleicht, die normalen Gondor-Rüstungen und dann Boromirs Klamotten. Und meistens, wenn man irgendwie was von Gondor sieht, hat man ja meistens so dieses Blaue und Weiße im Kopf. Und Boromir hat so halt sehr dunkle und dann noch mit Rot versetzte Klamotten. Also, ja, habe ich mich damals immer so gefragt, warum? Wer hat diese Designentscheidung getroffen? Wie gesagt, ich finde sein Outfit nicht schlecht, es sieht geil aus, aber es macht für mich nicht viel Sinn und ich werde hier gerade einfach übelst weggesprengt. Ich sollte mal ein bisschen aufpassen. Sag mal, werdet ihr wohl mal hier bleiben? Die ignorieren mich auch einfach. Denkt ihr, ihr seid was Besseres? Bin ich für euch nicht relevant genug, oder was? Jetzt haben wir mal Ruhe hier. Oh Gott, so viele Schildtypen. Oh, ich muss aufpassen. Diese Suizid-Uruks sind auf jeden Fall nicht ohne. Wenn du da mal nicht aufpasst, dann bist du richtig am Arsch. Aber ich habe ja noch ein paar Heiltränke hier. Gott sei Dank. Ohne die wäre ich auch ganz schön aufgeschmissen. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist ein Mobbingkreis. Hier bildet sich ein Mobbingkreis. Es muss jemand was tun. Nein, 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 nein. Ach, scheiße, er hat sich nicht bewegt, er ist nicht weggelaufen. Ach, verdammt. Sowas ist echt... Das war jetzt echt unnötig. Er hat sich einfach nicht von der Stelle bewegt, weil er noch in der Animation war. Belastend. Aber naja, passiert. Gibt Schlimmeres. Wir müssen sie von Aglarond fernhalten. Sehe ich ja vor allem jetzt erst.
Der Elb hat ja gerade die anderen voll weggesprengt. Das war ja übel Friendly Fire, was er da gerade gemacht hat. Also damit hat er ja mehr seine eigenen Leute weggerotzt als die von den Uruks. Das ist ja... Also den würde ich entlassen. Na kommt. Nur zu. Ich warte. Noch habe ich große Fresse, aber wenn nachher wieder die ganzen Typen mit ihren Schilden kommen, dann bin ich ruhig. Ich wette, da kommen auch noch Berserker und Urukai. Alter, die sterben aber auch einfach nicht, ne? Also mit normalen Angriffen halten die so viel aus. Da brauchst du wirklich Jahre. Okay, das war gerade Vorführeffekt. Das soll uns da verstehen, ja, das war Vorführeffekt. Meine Aussagen sind alle richtig. Ich irre mich nämlich nie. Aua. Alter. Da muss man dann auch mal mit der Combo reinhauen. Okay, da kommt jetzt wirklich eine Messe. Lauf, 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 lauf. Ah. Seht ihr, jetzt konnte ich mich gerade wieder nicht bewegen. Aber ich lebe noch, das ist schon mal etwas. Ah, ich muss halt jetzt auf die Sprengtypen aufpassen. Junge, es stehen halt so viele um mich rum. Da machst du nix. Aber das Tor sieht noch einigermaßen gut aus. Sag mal, wo kommst du denn jetzt noch her? Ich dachte, ihr seid alle tot. Alter. Lass mich in Ruhe. Och nö. Also mal machen die irgendwie übelst Damage und töten mich instant und mal machen die irgendwie fast keinen Damage, die Explosiven. Also da steige ich nicht so ganz hinter. Na gut, okay, kurzer Cut, wir sehen uns gleich wieder. Und dann machen wir hier an der Stelle weiter. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Und es ist tatsächlich so, jetzt kommen Urukai mit rein. Das heißt, ab hier wird es nochmal eine ganze Nummer härter.
als zuvor. Und wisst ihr was? Ich werde mir mal kurz ein Safe State machen für den Fall, dass ich wieder sterbe, damit ich nicht wieder alles nachspielen muss. Denn wie gesagt, es ist immer wieder das Gleiche. Wenn ich es nachspiele. Von daher sehe ich das jetzt nicht so kritisch. Normalerweise, wenn es mir irgendeinen Vorteil bringen würde, würde ich das natürlich nicht nutzen. Aber es ist halt wirklich einfach nur Zeit sparen. Okay, jetzt kommen ja auch noch ein Haufen Bogenschützen. Und Berserker. Natürlich Berserker. Jungs, lasst mich doch mal in Ruhe. Oh, Trolle. Jo, Trolle. Trolle. Gar kein Bock auf Trolle jetzt. Die darf ich auf jeden Fall nicht in die Nähe des Tors lassen. Alter, ich sterb auch gleich. Ja, mich hat's erwischt. Okay, ich hoffe, hier war ein Save Point. Sonst lade ich gleich wieder den Speicherpunkt von der Emulation. Und nein, das Spiel gibt einem wirklich auf Krampf keines Checkpoints. War ja ein Kritikpunkt, den ich auch schon im dritten Teil hatte, aber na gut. Alter, ich spam gerade verteidigen und das bringt nichts. Okay, ich bin schon wieder down. So. Alter, ich drück verteidigen. Lass es. Junge, ich drück blocken und der blockt nicht. Beziehungsweise die schlagen mich einfach trotzdem. So, nimm die Heilung jetzt. Danke. Alter. Junge. Diese Kackschützen. Jungs, jetzt lasst mich doch mal ganz kurz in Ruhe, ja? Junge, lasst mich den Schlag aufladen. Alter, dieser Wichs-Berserker. Komm her jetzt. So, verrecke. Und komm nie wieder. Warum bin ich jetzt hier vor allem auch alleine und muss das alleine machen? Wo sind denn meine Mates? Alle schon tot oder was? Boah, der Troll macht halt auch einfach so viel Schaden. Ey, ach, komm, steh auf, Aragorn-Jung. Ach, ja, ich bin schon wieder down.
Wenn die scheiß Schützen im Hintergrund nicht wären. Naja, gut. Okay, ich lad nochmal. Stirbt dieser Troll auch irgendwann mal? Alter! Ey, ich kann diesen... es gibt die Funktion, den Schlag aufzuladen, aber irgendwie komme ich nie dazu, sie zu benutzen. Na, endlich! Junge, jetzt reicht aber auch mal. Also wenigstens einen Checkpoint könnten sie jetzt mal einbauen. Okay, wer ist er? Yo, Katapult! Ja, leck mich doch am Arsch! Okay, ich muss das Katapult platt machen. Dafür muss ich ja nur an diesen fetten Haufen von Orks vorbei. Ist doch easy, gar kein Thema. Machen wir mit links. Ey, ich werde einfach verkacken. Weil das Tor vorher kaputt geht. Oder ich ins Feuer laufe, das geht auch. Ey, wenn hier jetzt kein Checkpoint war, wirklich, dann ist er aber vorbei. Die haben hier wirklich keinen Checkpoint eingebaut. Das gibt's nicht. Was ist denn mit denen? Die Entwickler müssen ihre Spieler doch wirklich hassen. Also die bauen ja wirklich gar keine Checkpoints ein, also überhaupt nicht. Hatten die einfach keinen Bock oder was ist da los? Gut, dann eben wieder von hier. Wir sehen uns gleich. Ich mache einen kleinen Cut. So Leute, da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier extra mal einen Safe State erstellt, damit ich das nicht jedes Mal wieder nachspielen muss. Denn es ist wirklich einfach nur Zeit, die drauf geht dadurch. Und jetzt muss ich aber wirklich mal gucken. Ich glaube, es macht wenig Sinn, mich erst durch die alle durchzukämpfen. Denn das wird dann, glaube ich, sowieso nichts. Ach, jetzt brennt es hier auch überall. Ja. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Ich werde halt so schnell weggemacht. Und da muss ich jedes Mal wieder alles nachspielen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal hier an der Stelle ein Safe State gemacht. Ja, ich glaube, es macht wirklich mehr Sinn, teilweise zuerst das Katapult wegzumachen. Weil sonst, während ich gegen die hier fighte, macht das Katapult ja die ganze Zeit Schaden an dem Tor. Sind halt auch so viele, ne? Ich konnte gerade zum Beispiel auch gar nicht blocken. Okay, ich lad mal nochmal. Aber was ist das auch mit für ein Sprung von den Schwierigkeitsgraden? So manche Missionen sind einfach so richtig easy, die hast du so in 5 Minuten durch. Und dann hast du so eine Mission hier, wo du 10.000 Mal neu laden musst. Also krass. Ja, da treffe ich sie auch einfach nicht. Oh, wenn es wenigstens nicht ganz so viele wären. Also eins von beiden wäre ja ganz okay. Entweder Uruks oder das Katapult, aber beides... Guck mal, das Tor ist gleich schon wieder down. Ich krieg das Katapult doch niemals rechtzeitig down.
Ja, nächster Schuss und das Tor ist hinüber. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich meine, gut, haben wir die Szene hier auch mal gesehen, aber holy shit, wie soll man das bitte machen? Also du musst ja straight aufs Katapult gehen, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich probier's mal nochmal. Oh, allein dieser Typ hier. Dass er mich so hart in diesen Stunlock versetzen kann, nervt schon ein bisschen. Jungs, lasst mich doch in Ruhe. Alter, seht ihr schon wieder dieser scheiß Dunlock? Ich kann nichts machen, wenn sie mich einmal kurz treffen. Das ist furchtbar. Und ich kann mich auch nicht straight aufs Katapult konzentrieren, weil dann werde ich von hinten einfach die ganze Zeit erwischt. Nein, nimm doch die Leben auf! Oh, komm, ich war doch schon in den Leben drin, also wirklich. Ich war genau im Heiltrank. Oh, langsam werde ich ein bisschen tiltet hier in dieser Mission. Weil ich meine, ihr kriegt das alles geschnitten. Ich habe das schon so oft zwischendrin neu versucht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich sitze bestimmt schon 2 Stunden an dieser Mission. Ey, 2 Stunden vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eine Weile sitze ich auf jeden Fall schon dran. Alter, hört doch auf mit euren scheiß Stunlock, Mann! Dein Pisser mit euren Drecksdreizacken, dann lasst mich doch in Ruhe. Junge, weg jetzt mit dir. Alter! Die schleudern mich hier aber auch hin und her, ey. Ja, ist jetzt schon wieder viel zu spät. Guck mal, da oben rechts, das Tor ist einfach schon wieder down. Vielleicht so irgendwie, dass ich ein bisschen mehr Damage mache, aber es reicht halt auch nicht aus. Ne. Können wir schon wieder neu laden. Ach Junge, das ist doch einfach. Also ich weiß doch nicht, was die in der Entwicklung immer geraucht haben, dass die dann plötzlich so eine Mission einfach mega hart machen. Könnt ihr es nicht ein bisschen besser balancen? Es wäre schön. Da kommen gerade schon wieder Herr der Ringe 3 Vibes auf. Da war am Ende ja auch so eine mega schwere Mission hier. Das schwarze Tor war es, glaube ich. Ah, Junge, ja, ich bin jetzt schon wieder fast tot. Verpisst euch doch! Lasst mich wenigstens aufstehen, also wirklich. Kommt schon, geht doch mal alle jetzt weg! Verflucht nochmal! Das Katapult kriegt halt auch so wenig Damage. So, jetzt aber, komm. Guckt euch an, wie wenig Schaden das kriegt. Ja, das wird doch nicht. 2 Schüsse, dann ist die Tür schon wieder Schrott. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Wie denn? Es ist doch gleich schon wieder weg. Ja, was soll ich tun? Alter, das kannst du doch keinem erzählen. Also langsam werde ich sauer, auch dass er mich einfach so weghauen kann. Jetzt verrecke. Feuer!
Ey, jetzt geht doch alle aus dem Weg, also wirklich. Immer diese Mobbingkreise hier. Ich kann auch blocken spammen wie ein Blöder. Es passiert einfach gar nichts. Ja, komm, wisst ihr was? Ich mach nochmal einen Cut. Sonst wird dieses Video wirklich eine Stunde lang. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Bis dahin. Ja, Leute, also. Ich muss sagen, in diesem Level gibt es bis jetzt nicht wirklich etwas, was irgendwie Spaß macht. Also dieses Level ist wirklich absoluter Müll. Ich kann euch ja kurz mal einfach mal meine Fresse einblenden, wie es hier gerade aussieht. Ich bin seit 3 Stunden dabei, dieses scheiß Game zu grinden, dieses scheiß Level. Werd hier einfach nur mit Uruks zugeschissen. Und jedes Mal, ich hab's schon locker 5, 6 Mal so weit gehabt, dass nur noch vielleicht ein Schlag gefehlt hat. Und jedes Mal geht das scheiß Tor kaputt. Also, langsam bin ich richtig tilted von diesem Level. Also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so tilted wegen dem Game war. Ich glaube, das war bei Herr der Ringe die Rückkehr des Königs tatsächlich. Also, nicht mal in Dark Souls bin ich so abgefuckt über das Game. Also, es ist legendär. Und der Hurensohn, der den Stunlock erfunden hat, der kann sich eigentlich auch vergraben gehen. Ja, ihr seht es oben rechts schon wieder. Also, das Tor ist halt so schnell im Arsch. Da bringt es mir auch nichts, wenn ich hier volle Kanne aufs Katapult gehe. Egal, was ich jetzt mache, das Tor wird jetzt mit dem nächsten Schuss down sein. Ja. Ah, Alter, also. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Es ist wirklich furchtbar. Oh, holy shit, okay. Ich hab's endlich geschafft. Ich hab den Schwierigkeitsgrad runtergedreht. Ich bin hier locker jetzt 3 Stunden in dieser Mission. Könnte ich wetten, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geguckt. Aber locker 3 Stunden, ich bin maximal tilted. Ich hoffe, dass es jetzt endlich das war mit dieser Mission. Denn, immer nur Horden gegengeworfen bekommen, furchtbar. Bitte, lass es das gewesen sein jetzt. Oh, ich mach mal weiter. Hallo? Emulator? Oh, Gott sei Dank. Du weißt mit deiner Axt umzugehen. Und ihr mit eurem Bogen. Aber meine Gegner stehen nicht wieder auf. Wir haben gesiegt. Die Frauen und Kinder sind sicher. Doch wie lange? Oh Gott! Boah, also ich glaube, ich war noch nie so froh, diesen Screen zu sehen. Also Halleluja! Das war ja noch schlimmer als die letzte Schlacht in, hier im dritten Teil in dem Game. Und da war ich ja schon tilted, aber hier, holy shit, also. Mehr geht schon gar nicht mehr. Okay. Was machen wir? Ich würde auf jeden Fall Gesundheit machen. Ich nehme jetzt nochmal alles mit, was hier geht. Wir spielen auf jeden Fall nochmal als Aragorn. Den werde ich jetzt nämlich maximal hochrüsten und dann schauen wir. Was haben wir hier überhaupt? Ich mach nochmal den Bogen hoch. Schön maximal auf Schaden. Okay, ich hoffe, die nächste Mission wird nicht mehr ganz so furchtbar. Denn die hat das jetzt schon echt in sich. Auf jeden Fall bedanke ich mich dann bis hierhin fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal beim Innenhof der Hornburg. Bis dahin, bye bye.